Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 21. Januar. Grüße aus Hamburg. Ja, wir bereiten uns auf unsere Swissbox-Strategie vor. Ja, das Original, das muss ich jetzt wohl so sagen, das Original, weil wir waren am Wochenende in Dresden und ich habe gehört, da sind der ein oder andere Firma springt jetzt auf diesen Zug mit auf. Also, Box Trading, das Original. Wir werden heute trotzdem handeln. Wir haben Feiertag hier, haben aber auf mit angezogener Handbremse hier. Die Clubmitglieder wissen das. Ja, wir sind bei 11.200, ist die Big Number. Ich würde das wirklich unterhalb diesen unteren Drittel hier nehmen, dass wir da die Box rein platzieren, entweder unten, ihr wisst, oder oben. Und dann haben wir hier die Kurslücke, die vielleicht noch geschlossen wird. Also Freitag, ja, wirklich eine Wahnsinnsrallye, wie wir in Dresden waren, auf dem Weg zumindest nach Dresden. Ja, 8:54 Uhr, in einer Minute platzieren wir dann die Order. So, es ist so. Wir platzieren die Orders. 8:54 Uhr und das bedeutet die Boxorder Short bei 11.198, Long bei 11.198, kurz vor der Big Number und Short bei 11.235. Und es geht los, 9 Uhr, wir sind noch nicht ausgeführt an dem Feiertag hier in Amerika heute, Martin Luther King Day, 21. Januar. .185 wird jetzt aktuell gehandelt. Und wir sind short im ersten Trade. Short im ersten Trade. Take Profit Linie liegt bei 75. Gehandelt. Also sind erstmal unterhalb des der Big Number. So, 78, 77, zwei Punkte noch, ein Punkt hat gefehlt. Fünfundsiebzig liegen viele Orders. Woher bloß? 78. 2 Minuten noch bis zur ersten 5-Minuten-Kerze. Eins neunundfünfzig. Und raus. Wir sind raus. Uhrzeit 9:03 Uhr. So, Trade Nummer 413. Box Trade 413, das Original. Also, ich wünsche euch allen gute Trades. Heute ist Feiertag. Wir werden im Live-Training mal schauen, ob wir noch Setups finden. Und wenn ihr Lust habt, dann morgen dann wieder 513, Entschuldigung, 513 Handel in Folge. Trade Nummer 513.